Tommy Shishido hatte eine außergewöhnliche Kindheit. In seinen ersten 6 Lebensjahren entwickelte er sich auf extreme Art und Weise schneller als ein normales Kind, konnte mit einem Jahr bereits lesen und schreiben, mit 4 war er dann einer der größten Künstler Japans und bis zu seinem 6. Lebensjahr schrieb er seine erste Oper und versuchte sich bereits selbst umzubringen. Zu all dem fand er dann mit 13 heraus, dass er ein Mutant war und entwickelte leichte telepathische Kräfte, mit denen er aber hauptsächlich nur kommunizieren und nur wenige Ausnahmen wirklich mental steuern konnte. Allerdings konnte er nun bei direktem Augenkontakt Menschen im Stile der griechischen Gorgons à la Medusa zu Stein verwandeln, wodurch er dann auch von der japanischen Presse seinen Namen Gorgon bekam. Während er dann in Kürze lernte, mit einer Augenbinde den Alltag zu bewältigen, fand er nebenbei auch noch eine mathematische Formel, die die Existenz eines Gottes belegte, was ihn selbst verbittern ließ, weil der Mensch daher nur ein Sklave dieses Wesens sein konnte. In ihm keimte dadurch ein Hass gegenüber dem Götterkonzept an sich auf. Er führte dann einen eigenen mutanten Todeskult, den Dawn of White Light, bekam danach vom Hydra-Agenten Kraken das Godkiller Sword, das laut diesem seine Bestimmung gewesen sei, und wurde letztendlich ein Mitglied der Hand, nachdem er sich selbst mit seinem eigenen Schwert vor den Augen des damaligen Leiters umbrachte, damit dieser ihn mit Hilfe des Hand-Rituals für die Dienste der Organisation wiederbeleben würde, was ihn langfristig zu einem der größten und furchterregendsten Hand-Kämpfer machen sollte. Hierdurch bekam Gorgon übrigens zu seinen bereits vorhandenen Kräften auch noch überdurchschnittlich Fähigkeiten im Bereich der menschlichen Attribute und einen beschleunigten Heilfaktor. Für einige Zeit gelang es ihm danach tatsächlich, Wolverine unter seine Kontrolle zu bringen, auch wenn sich später herausstellte, dass der eigentliche Plan vorsah, dadurch Elektra für die Hand zu töten und mithilfe des Rituals auf die eigene Seite zu holen. In einem späteren Kampf zwischen Gorgon und Wolverine wollte Tommy seine Mutantenkräfte gegen James einsetzen, doch gelang es diesem in letzter Sekunde seine Klauen auszufahren, sodass Gorgon sich selbst zu Stein verwandelte, woraufhin Wolverine die entstandene Statue dann zertrümmerte und der Schurke somit Geschichte war. Allerdings brachte ihn das High Council of Hydra später mit Hilfe des Hand-Rituals erneut zurück, wo er es dann unter anderem mit Nick Furys Secret Warriors zu tun bekam. In Phobos fand er dann hier ein geeignetes Ziel für seinen Götterhass und versprach, diesen noch zu töten, was ihm bei einem späteren Kampf mit dem zerbrochenen Godkiller-Schwert auch tatsächlich noch gelingen sollte. Hiernach wurde er dann als Wolverine-Ersatz ein Mitglied der New Dark Avengers unter Norman Osborn und kam danach noch mit Shang-Chi in Kontakt, der mit Hilfe von Pym-Partikeln einen von Gorgon beschworenen Drachen und Tommy selbst besiegen konnte.